Hallo. Fertig mit Brauen. Hallo. Ich habe heilenden Kuchen bekommen. Du kannst zwei Waffen führen, sehe ich. Ja, ich sehe ein bisschen cool aus gerade, deswegen stehe ich da so. Ein bisschen stolz, wa? Ja, jetzt kann ich hier so ganz cool essen. Nee. Jo, die Trolle denken sich auch nur so, was ist ein Depp? Was? Was ist das für ein Geräusch? Oh, die kenne ich ja noch. Ja, ich wollte gerade sagen, die explodieren. Deswegen stehen die beiden da auch so als Demo. Ich versuche noch einen Angriff, den werden wir auch zurückschlagen. Können sie tatsächlich so sehr in die Dunkelheit verlassen, dass sie sich willentlich selbst zerstören, um ihre Feinde zu schlagen? Hey, wie alle? Bist du blind? Ja, drei mit einem Schuss. Ah, kommt noch mehr. Krach, bumm, geben die gar keine Erfahrung. Bin auch gerade ein bisschen ratlos. War's das hier fürs Erste? In diesen Räumen könnte sich eine ganze Armee verbergen. Selbst jetzt können wir unter feindlicher Beobachtung. Boah, ich kann ja locker mal im Einzelschuss verfahren. Ja, du hast da eine höhere Schussrate als ich. So. Ich sneak derweil genau daher. Was ich brauchte. Sneak du mal. Oh, Explosionsfass. Achtung. Komm. Du musst auch noch eins. Treff ich nicht. Ich hab's doch geahnt. Alter. So. Was ist los? Alles super? Nix. Alles super. Alles hier ist super. Ah, noch so ein Ding. Hier ist alles super. Oh, ein Magier. Der muss weg. Na, Zauberkugel. Der kann auch eine Bubbel. Das finde ich nicht gut. Gebt acht. Sie haben eine schlagkräftige Kriegsmaschine. Jetzt nicht mehr. Magie, um sich zu schützen. Wir müssen näher an sie heran. Ah, da geht der Nächste dran, ne? Egal, wir rennen einfach jetzt hoch. Ja. Ich folge dir einfach und dann... Da ich zum Magier durch. Magier gegen Magier. Hier ist ein Hebel. Zweihändig ist ein bisschen cool. Elbereth Giltoniel. Kannst du den mal platt machen? Dabei, er kämpft aber ganz schön stark. So. Seine Bubble ist weg. Beschützt du mich? Ich beschütze gar nichts. Kannst du mich beschützen? Ah, hier kommt der Zwerg. Ich hab dich gerade auch beschützt. War da nur ein Witz. Aber hier kommt nichts, hier braucht dich nichts. Naja. Ich nicht beschützen. Ach nee, wir müssen erst den Hebel hier. Den Hebel, dann zieh ich den mal. Drück die Knöpfe. Zwerg ist davor. Wir müssen das gemeinsam machen, hier sind zwei, oder? War das so? Nee, nee doch. Nicht. Nee. Oder bin ich stark genug für den Hebel? Ah, jetzt geht's. Okay, jetzt. Los geht's. Gut, das Tor ist endlich offen. Lasst uns zur Zitadelle aufbrechen. Ja. Passt auf, es gibt noch mehr davon. Die Untoten greifen uns an. Ich hänge fest. Ah, so. Oh, fuck. Da kommen gleich eine ganze Menge hoch. Okay. Die kommen ja auch von hinten sowieso. Hart zumindest. Führe den Zorn der Elder! Wir kämpfen wie eine Einheit! Hast du wohl geschissen, Ruhe? So, hier kommt keiner mehr. Jetzt ist das Tor auf. Das Tor geht nur auf, wenn man zig Leute. Ja, so ist das. Mit den Toren. Ist immer so. Ist auch so, wenn ich nach Hause komme, abends nach Arbeit, ich muss erstmal 50 Leute töten. Vorher die Tür. Mindestens. Das ist, naja. Sehr einbruchssicher, aber auch umständlich. Das ist halt ja, Diebstahlschutz. Diese, ne? Sicherheit geht vor. Natürlich. Für die Leute, die sterben, ist das nicht so schön, aber mein Gott. Man muss auch mal Opfer bringen.
Richtig. So, Luhu. Was? Oh, Geschenke. Geschenke? Ja. Deine Geschenke wurden mir gerade angezeigt. Ja, ich schenke viel. Ich bin ein sehr gönnerhafter Mensch. Ich gönne mir auch direkt mal so einen komischen leeren Trank. Komm, sammelt euch hier. Okay, warum sammeln wir uns hier? Das klingt nicht gut. Was für eine Kreatur könnte solche Schreie ausstoßen? Hier, formiert euch mal hier. Was? Farin? Schieß drauf. Hier drüben! Ja, der ist noch so weit weg. Da hinten. Ah, hier bei Farin. Oh, hier auch überall jetzt. Lernt ihr einen Sudalan kennen? Und sofort ein Level up. Natürlich. Sind noch stärker als die, mit denen wir es bisher zu tun hatten. Was? Zack! Bin zweigeteilt. Finde ich jetzt nicht so. Oh. Explosionsviecher. Okay, dann gucken wir die andere Seite an. Ja. Jo, da kommen sie auch. Ja. Auf der Höhe. Wo sind die Bogenschützen? Ich auch gerade nicht. Es gibt noch mehr davon. Das ist gerade so ein bisschen so. Blub, blub, Treffer. Ja. Aber ich habe das Gefühl, ich krieg keine. Oh, ich hab Level 7. Ich krieg anscheinend doch Erfahrung. Ja, ich bin jetzt Level 6. Wir rennen hier wieder rum. Wer werfen eine Goblins? Wo? Oh, da oben kommen sie. Ich weiß es nicht. Noch mal mehr? Ne, lass mal. Aber ich finde die Beidhändigkeit ein bisschen geil. Ja, die haben wir letztes Mal, glaube ich, gar nicht gehabt. Ne? Ne. Na, ich mache halt. Sau viel Schaden, ne? Ich muss hier meine Bubble zaubern. Hierher, zu mir, wenn ihr Heilung braucht. Wenn man mehrere Punkte achten muss, dann wird schon ein bisschen kritisch. Ja. Ich habe nichts mehr. Achte schon immer oben auf die Geländer, ob da irgendwo mal eine Augen rankommt. Zwischendurch trollst du dich da mal einmal lang. Zack. Meine Bubble ist weg. 247 EP. So, ich glaube, wir sind hier durch. Ach, die Türöffner. Hallo. Naja, hau's an. Machst du mal bitte eine Bubble? Dankeschön. Jetzt verteile ich mich. Auch. Ja, ein bisschen Ausdauer. Ich verteile ein paar Punkte. So. Ich mache mal Level diese up. Schockwelle höher. Oder was ist das? Ich mache erstmal die Schockwelle. Zack. Man ist ja ziemlich oft umringt von irgendwelchen Feinden. Ja, yeah. So, ich bin wieder aufgeladen. Ich wäre soweit. Ich laufe schon. Ja, ich bin hinter dir. Okay. Ah. Aha. Noch mehr Bogenschützen! Zack. Pass. Sehr gut. Sehr gut. Das habe ich sofort gesehen. Natürlich. Da ist irgendwas reingekrabbelt, das habe ich gar nicht gesehen. Was gibt's denn hier zu looten? Hier stehen noch extrem viele Kisten rum, ne? Sollten einen Kistenverkauf ja, helfen. Dann sollten wir sie aber nicht kaputt machen. Gerade stabil sind die Kisten jetzt auch nicht. Ne? Dann brauchen die aber neue Kisten. Ach so, du willst den neue Kisten verkaufen, das stimmt, ja. Ja, klar. Du hast diesen Haufen gar nicht geplündert. Mach doch mal die Augen auf. Das ist mein Haufen. Es muss einen Mechanismus geben, um dieses Tor zu öffnen. Ach so, ja.
Aber erst wird gelootet. Ja, ich komme ja schon. Ich wollte nur gucken, ob da noch was ist. Haben doch schon gelootet. Kann nie genug looten. Gelootet. Verlootet. Da ist eine Kiste, die muss gelootet werden. Zack. Kiste. Die Axt kriegt der Zwerg später. Zu diesem Tor ich habe einen Hebel gefunden. Okay. Ich hoffe, man hat das Rumble Pack nicht die ganze Zeit in der Aufnahme, aber ich glaube, das kriege ich rausgearbeitet. Passt doch. Ist das? Also, ich höre das zumindest hier. Das ist immer so eine Frage, ob das Mikrofon das dann aufnimmt. Im Zweifelfall immer ja. Ja, du hörst ja durch TeamSpeak nur Sachen ab einer gewissen Lautstärke. So, und wenn ich die Tonaufnahme durch den Kompressor schicke, dann sieht das Ganze schon. Oh, hier ist ein Verkaufsding. Hier, hat sich eine Tür geöffnet. Meinst du aber auch nicht. Aber egal, wir können mal wieder ein bisschen was. Ja, mal kurz verkaufen gehen. Erstmal muss ich gucken, dass ich das Aktuellste angelegt habe. Und der ist besser. Der macht 34 bis 44 und der macht. Na, ist auch dumm. So, Waldläufer, das geht an dich. Geben an Lucius. Oh, hier habe ich noch einen dicken Hammer für den Zwerg. Dicken Hammer. So. Dankeschön. Und jetzt heißt es erstmal verkaufen. Weg, weg, weg. So, weg. Kaufen, kaufen. Weg, 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 weg. Ah, oh, jetzt habe ich die Axt für den Zwerg verkauft. Nein, gar. Ja, ich habe dem gratis noch was Neues gegeben. Ja, gut. Nicht so schlimm. So, und jetzt, naja, die Wertgegenstände auch noch. Einmal das anlegen. Und jetzt kaufen. Einmal das anlegen. Kaufen. Und wieder verkaufen. Ja, das ist immer so ein bisschen hin und her, ne? Aber ich schaff das ja, mit dem Rechtsstand. Ja, geht, aber man muss schon ein bisschen erstmal verkaufen, dann kaufen, wieder verkaufen. Ja, so, bin auch so weit durch. Hier, den werde ich mir wahrscheinlich holen. 51 ist besser, ja. Hat er noch einen besseren? Ach, ich kann noch die ganzen Wertgegenstände verkaufen. Ich kann's vergessen. Ja, komm, den hole ich mir. Ja, das musst du auch machen. Gold. Ja. Ist hier das Lernen? Also, Stärke, das heißt. Und das heißt, alles umrüsten. Da. Dann sieht man meine tollen Haare wieder. Oh, sehr ja. Schön. Ja. Ich finde das mit der Ausrüstung ziemlich geil gemacht, dass man die so am Körper sieht, so richtig. Sie verschiedenste Kleidungsstücke haben, die sie dann zusammensetzen. Das ist echt cool. Ja, ich mag das generell bei Spielen. Ja, aber das haben halt sieht, wirklich echt nicht so viele Spiele. Ja, das ist halt schade, ne? Los. Ich beschütze dich. Ja, mach ich, beschütze dich. Soll ich dich schützen? Okay. Noch sehe ich keine. Da. Wir kämpfen wie eine Einheit. Noch ist ja alles so. Na, noch ist keiner. Stehe wie so eine Wache. Ehrlich, spawnen ja garantiert gleich hinter uns auch noch. Haltet euch fest, ja. Du bekommst schon noch viel zu tun. Ich weiß gar nicht, ob ich Erfahrungspunkte kriege, wenn die alle wegschießen. Das weiß ich auch nicht. Zumindest poppt bei mir nichts auf, dergleichen. Oh, jetzt einer drin. Yay, ich habe Erfahrungspunkte. Ja, jetzt kommen sie hinter uns auch, die hole ich mir mal. Als allererstes bummelig hier und jetzt wird geschlagen. Wir kämpfen wie eine Einheit!
Ja, ja. Bist du hinter mir? Du bist ja auch in einer Bubble, von daher. Sie greifen von allen. Jetzt kommt wieder eine neue. Ah, es ist nett. Du bist eine gute Frau. Sie hackstückeln. Oh, hackstückeln, super. So, neue Bubble. Ich bin voll blutverschmiert, ey. Ich würde gerade einen Menstruationswitz machen, aber. Das ist ein bisschen flach. Ich hätte jetzt gedacht, so schmierige Witze machst du nicht. Spüre den Zorn der Elder! Als. Oh, wie ich das mache. Ich glaube, ich setze die Buddel. Ich muss mal jetzt. Alter, ich will. 5 Marken ist schlechte Wortspielkasse. Ja, ich muss mal zu einer Buddel kommen. Hey, ja, ich, hoffe, ich bin hier voll am Beschützen. Ich kann das noch nicht. Sehr gut. Schütze mit aller Kraft. Was machst du? Ja. Hilfe brauchst, das Bescheid. Ich brauche mehr Zeit. Ja, ich glaube, hier kommt keiner mehr. Ich kann das noch nicht tun. Wenn die jetzt voll die Schlacht und da kommt keiner mehr. Ja, mal als neue. So, das lief doch ganz gut. Jetzt liegt ja auch viel Loot. So. So langsam dürftet ihr ahnen, warum die beiden Türöffner genannt werden von uns. Die sind wieder da. Sind wieder da? Eine Tür. Ach ja. Die Arbeit ist vollbracht und sie sind da. Ich bin Level 8. Ich muss ein paar Punkte verteilen. Dann hast du halt doch gut aufgehört. Ja, du brauchst ja auch für jede nächste Level mehr Punkte, ne? Und nützlich noch dazu. Das so, stimmt, ja. Punkte verteilen. Was heißt denn das, wenn die... Ah ja, weil ich Pluswerte darauf habe, deswegen sind die gelb, okay. Ah, ich mach mal mehr auf Wille wieder. Hm. Naja, ich mach mal mehr auf Schaden, glaube ich. Was machst du gerade für Distanzschaden? Warte. Siehst du das gerade so? Weiß ich nicht. Ich kann Punkte abziehen? Wie geil ist das denn? Ich kann umscannen? Ja. Ich mache erstmal die Schockwelle größer, weil die geiler ist. Ich muss mal gucken, ob ich dieses nochmal sehen kann, was ich an Distanzschaden mache. Distanzschaden mache ich 100 bis 115. Wieso? Okay. Nur so. Aha. Gesamt. Verursachter Schaden 230.128. Das werde ich nehmen. Ich wäre soweit. Kann man sich. Ach so, ja, dann weiter geht's. Ich wollte nur Zeit überbrücken. Du ziehst das Let's Play in die Länge. Niemals. Oh, nice. Oh, hier ist wieder. Ja. Das ist wieder so ein Magier. Da muss ich hin. Alter. Wir kämpfen wie eine Einheit. Ich muss warten. So, Magier tot. Alter, ich finde dieses Beidhändige nicht geil. Wenn das gut Damage macht, dann ist das doch auch cool. Ja, es macht schnell. Mach mit einem Schlag 90 bis 110. Und dann halt immer schnell nach. Mmh.
So, haben wir es jetzt. Alter, wie verhält der Typ? Glaube. Achtung. Da. Ich mach das. Der Schlag war bei meiner. Oh. Oh, noch mehr. Noch mehr, Freunde. Boom. Gerade ist die Schockwelle ist schon gar nicht so verkehrt. Auf zu blocken. Zack. So. Ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Da ist noch ein. Ne, ist kein Loothaufen. Na, ich habe hier. Na ja, ich habe hier keinen Loot mehr. Dann können wir wieder in die Pause gehen. Ja, lass uns eben noch viel rein. Das ist so viel Zeit muss. Achso, Levelende. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao.